So. Blazing Bazookas. Ach, war das. Oh. Ach doch, ich weiß, welche das sind. Sind das diese kleinen Kremlinge mit den riesigen Raketenwerfern? Ja, genau die. Okay, gut. Ich glaube, man kann auf die einfach. Ja, man kann sie auch auf die draufstellen, um Schaden zu bekommen. Das ist auch ganz praktisch. Okay. Da gibt es auch schon irgendwas noch zu holen. Ah, versteckte Münze auch noch. Gut. Ja, jetzt haben wir solche Sprungeinlagen hier. Ja. Gut, dass die auch genau getimed sind, dass ich nicht so. Oh Gott, da schießt TNT-Fässer sogar. Okay, irgendwo wäre Squitter gewesen. Verpasst. Ah. Hm. Können wir wahrscheinlich anders machen sollen. Oh, weil der Squitter ist. Ah, dann müssen wir ihn damit wegschießen. Und das Fass respawnt nicht. Gut. Dann halt nicht. Oh, ich bin trotzdem reingekommen. Was? Was? Reingeglitscht. Nice. Ist hier nichts. Okay. Komm ich wieder runter hier? Okay, gut. Ach, das fällt mir gerade ein. Habe ich nicht gesagt, dass es Squitter nur in Donkey Kong Country 2 gibt? Nee, im dritten Teil nicht. Ja, anscheinend gibt's ihn doch. Das habe ich vergessen gehabt damals. Kann man hier weiter, wenn. Okay, ich hole mir erstmal das Checkpoint fast, das ist erstmal jetzt sicherer. Ich frage mich nur gerade, warum man hier jetzt auch weiterlaufen kann. Wo das Fass halt hier ist. S? Was bedeutet das? Ach, kann man hier einstellen, was der Kremling schießt oder was? Oder was soll das sein? Jetzt ist wieder auf. Was ist umschalten? Nee. Hm. Am Anfang war es auf TNT eingestellt, oder? Was, wenn ich jetzt auf das hier umschalte? Was macht das? Nur relevant dafür, wenn man halt Squitter nicht hat. Ach, ich glaube, ein Teil fast. Ah, okay. Also wird davon nur ein Kremling umgeschaltet und nicht alle auf einmal gleich. Wahrscheinlich dann der am nächsten dran ist da. Die sind wahrscheinlich zusammen. War hier nicht auch irgendwie einer? Hey, komm, umschalten, was der schießt, da oben. Mal schauen, was kann noch schießen. Metallfässer. Mal schauen, was das verändert. Ach so, oh. Ah, das ist der gleiche von eben. Stimmt. Das ist auch der gleiche Weg, oh mein Gott, ey. Und mir ehrlich, ey. Mit dem Brainfart nicht mehr. Genau rein. Hm. Das Level danach sieht irgendwie direkt nach einem Boss aus. Nee. Wie komisch. Das wäre ganz schön wenig Level für eine Welt, wenn direkt der Boss wäre. Oh. Oh.
Okay. Durchgeschummelt. So, jetzt muss ich hochspringen. Okay. So, weiter. Okay, dann nach links. Ja. Okay. Und direkt dazwischen mitlaufen. Gut. Ein bisschen zu früh, ich dachte, er will langsam mal schießen. Okay. Oh, okay, wieder sowas. Damit nicht. Das ist ein ziemlich langes Level irgendwie. Du wirst vielleicht sogar Sinn ergeben, dass in der Welt nicht so viele Level sind, aber dafür halt so lange. Oh, das Spinnennetz ist noch getroffen da hinten. Auch nice. Mir zu vorstellen. Also. Oh, was? Okay. Ah, schon wieder daneben. Nee. Jeder, wenn er schießt, dann wird man, wenn man auf dem draufsteht, so hoch gebaut. Deswegen springen manchmal ein bisschen komisch zu timen. Achso, hier waren versteckte Münzen, also. Das ist nur optional. Ja, gut. Kann ich nie genug für haben von den Münzen. Warte, von später noch einige, wo jetzt irgendwelche Items sich kaufen will. Aber das war's, gut. Sind wir durch. Achso, ist noch ein Level dazwischen. Sah die so danach aus, ob da noch was gewesen wäre. Wie ist es irgendwas Labyrinth? Nicht so wirklich drauf geachtet. Okay. Ist alles sehr floaty hier. Und springt viel höher als sonst. Verdammt. Kann man links stehen? Ne, kann man nicht. Okay. Ich bin beinahe wieder in die Wespe reingefallen. Okay, interessant. Es ist immer so nice, dass bei Donkey Kong Country jedes Level immer so ein eigenes Gimmick einfach mal hat, was dann aber eben auch nie wieder vorkommt, aber einfach wirklich so komplett verschiedene kreative Level einfach immer wieder so aus dem Nichts auftauchen. Das ist echt geil. Hey, die Banane hat bestimmt was zu bedeuten, oder? Oder sind die einfach nur so? Nö, okay, dann halt nicht. Dann sind die einfach nur so. Das Dumme ist auch, man kann auch nicht schneller fallen. Es gibt nur diese eine Fallgeschwindigkeit, die aber automatisch ist. Genau alles time, verdammt, das O hätte ich schon ganz gerne noch gehabt. Jetzt habe ich gerade alles verpasst. Ah. Ja, okay. Dann kann ich jetzt halt nochmal versuchen, das O zu bekommen dieses Mal. Ah.
Ja, steht, okay, da stand ja auch Low G Labyrinth, also Low Gravity. Da hätte man sich das ja schon denken können, wenn man lesen würde. Oh verdammt, das war zu früh. Glück gehabt. Eher nicht so Glück gehabt diesmal. Extra Leben, ja, auf geht's. Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Den. Ja, der Sprung war ein bisschen rattig. Ich hab viel besser noch hinkriegen können. Gut. Zeitgleich nach oben, genau. Okay, das sind auch jetzt genug für ein extra Leben. Gut. Die Banane will ich natürlich auch noch haben. Mal wieder nice, wenn sie so ein neues Donkey Kong Country Spiel machen würden. Also es gab ja halt in den letzten Jahren das Country Returns und Country Tropical Freeze, die beiden auf Wii und Wii U und dann ja auch geportet auf 3DS und Switch jeweils. Also die waren auch richtig nice auf jeden Fall, aber so ein richtig, okay. Die sind ja schon vor die hier genauso gewesen, eigentlich wie die anderen drei Teile hier jetzt, aber die haben sich halt immer trotzdem ein bisschen anders angefühlt. Ein bisschen zu. Wahrscheinlich ist daran gelegen, dass einfach. Dass in Returns und Tropical Freeze es einfach keine Kremlinge gab, dass sie einfach zu anders sich angefühlt haben. Für mich jedenfalls. Weil halt in allen drei Country-Teilen auf dem SNES hier ging es immer halt nur um. Waren die Gegner immer die Kremlinge und halt King K. Rool als Anführer von denen. Und jetzt in Country Returns auf einmal irgendwie so merkwürdige Tiki-Figuren. Und dann im Tropical Freeze waren das irgendwelche Nomaden, die halt dann so aus dem hohen Norden gekommen sind. Das ist irgendwie so. Die einfach davor und danach nie wieder bei Donkey Kong aufgetaucht sind. Beide halt irgendwie, die Tikis und die Nomaden. Dann denke ich mir nur so. Warum benutzen sich einfach die guten alten Kremlinge mit King K. Rool als Gegner? Also, ich glaube, es gab da mal irgendwie ein Interview mit den Machern. Also, die sind ja von Retro Studios, hat das ja gemacht, die beiden neuen Spiele. Ich glaube, da gab es wie mal eine Aussage von denen, dass sie meinten, sie wollten eigene Charaktere entwickeln. Und sich nicht halt irgendwie. Oder. Haben sie selber gesagt, was eine Vermutung von Fans? Also, ich könnte halt auch verstehen, wenn sie es einfach so meinten. Einfach meinen würden, ja, wir würden halt lieber eigene Charaktere uns halt ausdenken und neue designen, als jetzt. Die halt immer wieder benutzen zu. Diese alten Charaktere zu benutzen. Dass sie einfach so eigene Charaktere etablieren wollen. Also, keine Ahnung, warum sie es. Genau, gelegen hat. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass ja die Kremlinge nicht dabei sind bei den neuen Teilen. Deswegen, also, wirklich so einen nice Donkey Kong Country Teil, wo die Kremlinge wieder dabei sind. Im Prinzip wäre es dann der dritte Teil der neuen Trilogie. Wäre schon nice. Auf jeden Fall ist die Chance höher als sonst gewesen, dadurch, dass King K. Rool jetzt in Smash Bros. Mit dabei ist. Dadurch müsste er eigentlich wieder. Ja, fast schon so im Donkey Kong Zeitgeist wieder mit drin sein dadurch. Dass Leute einfach wissen, wer er ist und wo er herkommt. Ja, oder wie wär's mal mit Donkey Kong Country 3D à la Super Mario 64? Ne, das gab's ja auf dem N64, da gab's ja Donkey Kong 64. Das war ja so ein 3D Donkey Kong Spiel. Das war auf jeden Fall richtig nice.
das habe ich auch auf jeden Fall noch vor, hier im Retro-Lester zu spielen. Ist halt die Frage nur wann, weil wenn ich jetzt direkt nach Country 3 direkt weitermache mit noch mehr Donkey Kong oder Donkey Kong 64 hinterher schmeiße, ich denke mal, irgendwann reicht es auch mal mit Donkey Kong und dann mache ich vielleicht zwischendurch wieder was anderes und packe es erstmal in der Warteschlange ein bisschen weiter hinten dran. Aber Country, Donkey Kong 64 ist auf jeden Fall noch im Plan, auf jeden Fall den. Das mache ich auch auf jeden Fall irgendwann noch. Aber durch Smash kennen die ja jetzt wieder mehr King K. Rool. Ja, genau. Das ist ja mit vielen Smash Bros. Charakteren so geworden, gewesen, dass dadurch, dass sie halt in Smash dabei waren, dass sie halt einfach, ja, wieder halt von den, dass die Leute die halt dann wieder kennen einfach oder neu kennen oder kennenlernen komplett. Das war ja damals mit bei Melee mit den Ice Climbers zum Beispiel so, weil die kannten im Prinzip die kannten eigentlich die wenigsten Leute damals zu der Zeit. Oder auch die Fire Emblem Charaktere, also ich würde halt schon sagen, dass dadurch, dass sie halt Marth, Roy, Ike und so weiter halt reingeschmissen haben bei Melee und Brawl, dass dadurch im außerhalb von Japan, also jetzt Europa, Amerika und so weiter, also im Westen halt die Charaktere dann erst dadurch richtig kennengelernt wurden und dadurch dann auch die weiteren Fire Emblem Spiele jetzt so ein Erfolg geworden sind, wie sie jetzt eigentlich sind. Also es war ja teilweise wirklich so, dass Fire Emblem als Franchise kurz vorm Aussterben war, weil sie einfach keine Spiele mehr davon verkauft haben und vor allem auch außerhalb von Japan war das Problem, dass einfach keiner da Interesse dran hatte. Aber dann Fire Emblem Awakening auf dem 3DS war dann halt so erfolgreich, dass das Spiel im Prinzip allein das Franchise gerettet hat. Und ich würde auch sagen, dass es ein Teil Smash Bros. Zuzuschreiben ist, dieser Erfolg, dadurch, dass dadurch die Charaktere einfach bekannter wurden. Und deswegen hoffe ich genau das gleiche mit King K. Rool jetzt auch. Und jetzt auch ganz neu natürlich auch mit Banjo-Kazooie, dadurch, dass die jetzt in Smash drin sind, dass sie dadurch einfach allgemein höhere Chancen auf neue Spiele oder neue Gastauftritte oder allgemein einfach mehr Chancen haben, irgendwo wieder mit dabei zu sein. Ja genau, oder halt Pit das Kid Icarus, der halt in Brawl dann einfach so random mit dabei war, einfach so. Zu dem Zeitpunkt gab es glaube ich nur zwei Kid Icarus Spiele, damals auf dem NES und wie in den 80ern, ich glaube auf dem Game Boy gab es auch noch ein Kid Icarus Spiel, also aber nur diese zwei. Und das heißt, dass im Prinzip vor Brawl ist einfach mal, weiß nicht, vielleicht wie viele Jahre, wann kam Brawl raus, 2008 oder so? Also das NES-Spiel ist in den 80ern rausgekommen, also 20 Jahre davor. Also kann man schon so ungefähr sagen, dass halt Kid Icarus so seit 10, 20 Jahren, je nachdem wann das Gameboy-Spiel rausgekommen ist, um den Dreh, kein Spiel mehr hatte. Einfach so aus dem Nichts einfach in Smash dabei sind und dann einfach dadurch richtig bekannt geworden ist, der Charakter, und ja auch dann direkt nach Brawl auch ein eigenes 3DS-Spiel bekommen hat mit Kid Icarus Uprising. Was man natürlich auch dazu sagen muss, dass es halt von demselben Macher ist wie jetzt Smash Bros., also Masahiro Sakurai halt, der bei allen Smash-Spielen bis jetzt Regie geführt hat und auch derjenige war, der Kid Icarus Uprising machen wollte. Aber trotzdem einfach so allgemein, dadurch sind die Charaktere auch viel bekannter geworden, als sie jemals so hätten werden können. Also das ist Smash schon, das ist das VIP-Ticket zu solchen Chancen halt einfach. Und deswegen wollen wir wahrscheinlich auch viele Dritthersteller, also Third-Party, die halt eher fast schon Konkurrenz zu Nintendo sind, natürlich auch, dass ihre Charaktere reinkommen. Jetzt halt mit bei Brawl haben sie mit Sonic und Snake angefangen, dass die halt mit dabei sind. Dann halt im Smash 4 dann halt auch, weiß nicht, wer war noch dabei? Ryu, Mega Man, Pac-Man, Bayonetta, Cloud und Final Fantasy. Also so viele Charaktere halt, die alle Third Party eigentlich sind. Und jetzt halt bei Smash Ultimate Joker von Persona, Banjo-Kazooie, Dragon Quest Held, also ist halt schon mittlerweile kein, ist nicht mehr Nintendo All-Stars, es ist einfach so allgemein so Videogame All-Stars geworden. Das ist einfach das Nice an Smash Bros. Finde ich auf jeden Fall. Es ist einfach so viele verschiedene Franchises immer reinkommen. Und dann hat natürlich diesen Joke, dass man
wie war es mit Marvel, hier Avengers Endgame, wo man gesagt hat, the biggest crossover of all time. Und dann kommt halt auf einmal so Smash Bros. Ultimate vorbei und sagt so, yo, wie viele Franchises haben wir denn in einem Spiel? Zehnmal. Ich würde schon sagen, dass Smash Ultimate, glaube ich, das größte Crossover allgemein jemals ist. Und das Besondere daran ist ja auch, dass Sakurai, also der Regisseur vom Spiel, selber gesagt hat, dass er es nicht für wahrscheinlich hält, dass jemals wieder so ein riesiges Smash-Spiel wie Smash Ultimate irgendwann machen könnte. Weil einfach, aber dieses Gimmick einfach so direkt gesagt haben, everyone is here. Also wirklich alle Charaktere aus allen Smash-Teilen, die jemals irgendwie dabei waren, mit dabei sind. Und da gab es teilweise wirklich wohl harte Verhandlungen. Ich glaube, wer war es nochmal? Ich glaube, entweder Snake oder Cloud. Einer von beiden, da waren die Verhandlungen so schwer, dass es einer von beiden beinahe nicht reingeschafft hätte. Und wenn halt einer von beiden nur gefehlt hätte, hätten wir dieses Gimmick Everyone is here nicht bringen können, leider. Aber im Endeffekt hat es ja doch geklappt, zum Glück alles. Und ja, aber es ist deswegen, wegen solchen Verhandlungen, dass mit so vielen verschiedenen Firmen halt die Lizenzen sich erwerben müssen für die einzelnen Charaktere. Also das ist schon erstaunlich, was sie da geschafft haben. Das ist fast wie so ein kleines Wunder eigentlich. So viele verschiedene Firmen da zusammenarbeiten auf ein Spiel. Ist schon geil. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Smash Bros. Spiel wie Ultimate wird es, glaube ich, echt nie wieder geben. Aber würde mich persönlich gar nicht mal so wirklich stören, weil einfach mal alle meine Wunschcharaktere, die ich jemals haben wollte, alle in dieses Spiel reingeschafft haben. Angefangen mit King K. Rool. King K. Rool war, glaube ich, seit Melee einer meiner Wunschcharaktere, der es immer reinschafft. Dann darüber hinaus halt auch der Dragon Quest Held. Spezifisch jetzt der von 8, aber jetzt auch der von 11 ist auch richtig nice. Also Dragon Quest 8 und 11 habe ich beide richtig gerne gespielt. Die sind richtig gut, beide. Und dann mein absoluter Wunschcharakter, den ich schon seit immer eigentlich haben wollte, Banjo-Kazooie. Die einfach wirklich einfach nicht so, aber die wirklich diese kleine Wahrscheinlichkeit hatten, weil dadurch, dass sie jetzt im Prinzip jetzt mittlerweile Microsoft-Charaktere sind, wie hoch war wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Microsoft-Charakter, der im Prinzip ja auch nicht nur allgemein so ein Spiele-Konkurrent ist für Nintendo, sondern ein ganzer Konsolen-Konkurrent einfach mal, dass das irgendwie hinkriegen, dass reinkommt. Aber sie haben es halt geschafft. Und deswegen, also, da jetzt King K. Rool drin ist, Banjo-Kazooie, Dragon Quest Held, auch jetzt Joker von Persona, es sind alle Charaktere drin, die ich jemals haben wollte. Und alles, was ich jetzt noch irgendwie sagen würde, Ding hätte ich noch gerne drin, ist wirklich so meckern auf dem höchsten Niveau überhaupt. Also, vielleicht der einzige Charakter, den ich noch gerne hätte, wäre noch ein weiterer Donkey Kong Rap. Also vielleicht Dixie Kong oder Lanky Kong wäre halt noch lustig. Aber ich kann halt echt keinen Charakter jetzt ernsthaft noch verlangen, den ich wirklich so dringend haben möchte wie Banjo-Kazooie, Dragon Quest Head und King K. Rool. Also das geht. Nee, also ich bin eigentlich vollends zufrieden mit Smash Bros. Ultimate.